So, Freunde, heute wollen wir mal Spitzmaus fliegen. Zuerst müssen wir kontrollieren, wo der Wind herkommt. Okay, so West-Südwest optimal. Dann als nächstes machen wir den Rudercheck. Mal gucken, ob die Ruder funktionieren. Ich habe das Modell gestern in meiner Werkstatt in mühseliger Kleinarbeit wiederhergestellt. Wir fangen mit dem Seitenruder an. Seite rechts, Seite links, nochmal Seite rechts und Seite links. Ja, das funktioniert schon mal. Jetzt das Höhenruder. Höhe, Tiefe, ja. Nochmal Höhe, Tiefe. Quer, oder? Und jetzt das Querruder. Querruder links, Querruder rechts. Ja, links, rechts. Ja, es scheint alles zu funktionieren. Dann bitte ich mal den Rüdiger zu werfen. Gerade. Und die Landeklappen? Rüdiger, du weißt, beim Starten des Modells gerade, nicht schräg, nicht so, gerade raus. Also nicht schräg, Freunde, weil das geht immer in die Hose. Nicht so, nein, gerade und mit Schwung. Ja! Ja? Ja! Ja! Wer lenkt es denn jetzt? So. Ich muss in die Düse fliegen. Das reicht jetzt an RC-Modellbauklaus. Ja, jetzt ist schon wieder so scheiße, ne? Jetzt. Ja, Rüdiger, da fliegt doch noch einen großen Kreis. Keine Kapriolen, Rüdiger. Sieh! Den Beinen dort. Siehst du das denn nicht? Mit diesen Büschen dort. Das war kein Meter. Sieh! Rüdiger, gib mir das Ruder. Rüdiger! Jetzt muss ich ihn in den Hang ein. Ja. Sieh! Sieh! So.